Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und heute, Leute, sind wir zurück in der Welt von Minecraft Eternal. Und heute, Leute, hat sich einiges getan, glaube ich, was ich euch zeigen sollte. Denn ich glaube, Baumeister Bob und die anderen haben schon ein bisschen gebaut. Außerdem, Leute, wird es heute ein XXL-Totem-Unboxing geben von allen Totems, die ich habe. Und Leute, dann gibt es noch etwas, was ich euch zeigen möchte. Zuallererst, Leute, was ich euch zuallererst zeigen möchte, und zwar hat mir der liebe Darth Vader, heißt er auf YouTube, Fanarts für den lieben Quarzi geschickt. Die möchte ich euch hier gerne mal zeigen. Aber hier, da so, bin ich echt? Ist das so ein Spiel, wo Quarzi einfach auf so einem Bildschirm sich selbst nochmal sieht? Quarzi, du bist echt, du bist nicht nur, du bist echt, okay, ja, du kleiner Fratz, bist echt. Echt mega, mega cooles Fanart. Dann hatte ich hier auch nochmal eins, wo Quarzi als Sith ist, komm auf die dunkle Seite der Macht, auch ultra, ultra cool gemacht. Und ein Fanart, wo Quarzi auf Blocky trifft und Blocky so, wer bist du denn? Und Quarzi dann sagt, hi, ich bin Quarzi. Ist mega, mega cool, vielen, vielen lieben Dank, geht raus an dich, lieber Darth Vader. So, Leute, dann möchte ich an der Stelle kurz Hashtag Werbung einblenden, Leute. Ich mache nicht häufig sowas, aber heute möchte ich das mal kurz machen. Und zwar gibt es drei neue Designs in meinem Shop. Einmal das Team Planet Legacy, das Sommerdesign, welches limitiert ist, und das Planetarisch Legacy Design. Leute, ich kann das ja mal gerade zeigen. Einmal so, Leute, so sieht das Planetarisch, Team Planet Legacy aus. Ist einfach mal ein bisschen bunter und sowas, Leute. Dann haben wir hier das Sommerdesign, welches ich auch ultra, ultra cool finde. Das sieht so aus. Guck mal, kann man das so sehen? Leute, so sieht das aus. Da ist Quarzi auch in so einem kleinen Schwimmreifen im Wasser und ich chill da ganz gechillt auf so einer kleinen Insel. Und dann gibt es auch noch das Planetarisch Legacy. Leute, davon habe ich übrigens eine College-Jacke, wo hinten das drauf ist. Leute, also wenn ihr das auch haben wollt mit einer College-Jacke, dann ist das hinten drauf. Das ist ultra, ultra cool. Sieht ultra cool aus, Leute. So sieht das aus. So, davon können wir heute auch mal eins anziehen. Ich stelle die sowieso jetzt auch noch weg. Leute, wundert euch nicht, warum das noch so andere Texturen hat. Ich fange heute einfach mal mit dem Team Planet-Shirt an. Ach, ultra nice, Leute. Mega mäßig cool. Wow. Einmal zu oft gedrückt. So, Leute, dann werden wir jetzt auch den... Ich räume das noch weg, keine Sorge. Leute, das wollte auch nur ganz kurz mal Werbung sein. So, dann geht's hier. Leute, ich habe auch meinen Banner geupdatet. So, ein bisschen mal kurz. So, aber ich wollte auf die Kommentare vom letzten Video eingehen. Und Leute, ihr seid verrückt. Ich habe gesagt, ihr schafft nie im Leben die 35 Likes. Jetzt haben wir schon fast 40. Vielleicht hätte ich doch höher auf 40 gehen sollen. Ach, Mann, Leute. Das heißt, wir müssen das Riesen-Unboxing machen. So, lies das bitte vor. Der Wachsmasken-Max wächst Wachsmasken aus Wachs. Aus Wachs wächst der Wachsmasken-Max Wachsmasken. Der Flugplatz-Spatz nahm auf dem Flugplatz Platz. Auf dem Flugplatz nahm der Flugplatz-Spatz Platz. Kapremesser, ist das dein Ernst? Warum gibt es mir solche Zungenbrecher, die ich dann auch noch vorlesen soll? Leute, gibt es ja noch irgendwo Grüße? Leute, ich will ja wieder grüßen, ne? Hier so. Einstein 2.0, gleich zwei Steine. Nein, Leute, nein, nein, nein. Wir machen keinen Einstein 2.0. Dann... Leute, es gibt immer so viele Kommentare. Da war's. Matti Treuter, liebe, liebe Grüße gehen raus an dich. So, jetzt lade ich das nochmal hier kurz neu. Perfekt. Leute, und dann gucken wir mal, was sich hier getan hat. Und dann gehen wir zum Unboxing auf jeden Fall. Übrigens, euch ist vielleicht auch schon aufgefallen, ich habe meinen Guy ein bisschen größer gemacht, weil sich das viele gewünscht hatten. Und dann dachte ich mir, Leute, dann gehe ich doch auch mal auf eure Wünsche ein. Ist es ungewohnt für mich, aber so erkennt ihr dann vielleicht ein bisschen besser so, was hier abgeht. Und zwar, Leute, ich wollte erstmal hier gucken, gibt es hier was? Oh ja, hier gibt es tatsächlich was Neues. Ich habe selber nämlich noch nicht gesehen, was die hier gemacht haben.
Lol, auch mit so einem Übergang. Was ist hier unten? Hä, was ist da drin? Was ist das? Na gut, Leute. Ich frag mal nicht, was das ist. Hier geht's auf jeden Fall hoch. Scheint ja auch da unten abgesperrt zu sein. Vielleicht sollten wir dann da also nicht hingehen. Ach, hier sind Schuhschrank und Amara Schuhschrank. AP Planet, ich mache mir Sorgen um unsere alle Zukunft. Die Geschichte besagt, dass die 7 celestialen Wesen, von denen uns bisher nur Kalypso, Osiris, Erebos, Peta und Aionios bekannt sind, unsere Welt und unser Universum so erschufen, wie wir es kennen. Was aber, wenn du jetzt wirklich alle besiegst? Hört das Universum dann auf zu existieren? Was wird mit uns geschehen? Welche Auswirkungen wird dein und unser aller Handeln mit sich tragen? Oh lol, Leute, darüber habe ich überhaupt gar nicht nachgedacht. Was passiert, wenn wir jetzt wirklich all die celestialen Wesen besiegen? Lol, Leute, schreibt mal bitte eure Theorien unten in die Kommentare, das würde mich mega interessieren, was ihr denkt, was passieren wird. Lol, darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Was, wenn wir jetzt wirklich alle besiegen? Weil die haben ja irgendwie alles erschaffen. Oh Mann, Leute. Bitte eure Theorien dazu mal in die Kommentare. Amara. Oh, hi Planet. Schuhschrank und ich versuchen, die Sternenkonstellation zu deuten. Vielleicht gibt es irgendwo Hinweise auf das, was noch kommen wird. Ich hoffe es. Ich mache mir gerade nämlich ein bisschen Sorgen. Schuhschrank, du hast mich ein bisschen verunsichert, was wir tun sollten. Weil Leute, stellt euch mal vor, das Universum hört einfach auf zu existieren, wenn wir die alle besiegen. Dann sollten wir damit nämlich aufhören. Leute, daran hatte ich überhaupt gar nicht gedacht. Nein, verdammt. Okay, hier ist ein Weg. Okay, hier scheint auch einiges neu zu sein. Mr. Handelsmann, was sagt der? Herzlich willkommen in meinem kleinen Lädchen, beziehungsweise an meinem kleinen Stand. Was kann ich denn Gutes für dich tun? Oh lol, Leute, der verkauft hier wirklich Sachen. Für Geld, endlich haben wir mal endlich Nutzen für unser Geld. Lol, und zwar richtig coole Sachen. Leute, in der nächsten Folge gehen wir uns hier mal ein bisschen eindecken mit den Sachen. Mr. Handelsmann? Nächstes Video gucke ich mal, ne? Okay, hier wohnt Ringo. Ah, der hat sich so eine Art Garage oder so nochmal gemacht. Hier hängt jetzt sein Blaster, den er letzte Folge in der Hand hatte. Jetzt hat er da Werkzeug. Hier arbeitet der an irgendwas Neuem oder so. Glaube ich, ist das eine Maschine zum Erschaffen von Waffen und so? Ringo? Mein lieber Freund, schön, dich zu sehen. Es sind dunkle Tage. Irgendwas ist vor einiger Zeit erwacht. Achso, ja, jetzt sagt er. Ja, wow, das hast du mir schon mal erzählt. Meine Güte. Naja, auf jeden Fall ultra cool. So ein kleiner Schuppen wieder, wie damals. Ein bisschen größer, aber mega cool. Und hier oben, wer ist dann hier? Okay, hier. Ach, hier sind Büffgermeister Alfred und Baumeister Bob. Hallo. Ich denke, dass ich ganz zufrieden mit meiner Arbeit sein kann. Ach, du hast das alles. Ja, also, dann auf jeden Fall. Ist ordentlich, Leute. Wir gucken uns das gleich nochmal genau an. Dann Büffgermeister Alfred. Willkommen in meinem neuen, kleinen und bescheidenen Büro, AP Planet. Ja, ist nett. Ich hätte das vielleicht andere Farben gegeben, aber na gut, ich sag mal das. Ich sag mal nichts. Aber das ist wirklich ganz nice hier gebaut. Also der Stand sieht ultra hübsch aus. Zu Mr. Handelsmann kommen wir noch und kaufen uns ein bisschen was in der nächsten Folge, Leute. Hier ist so eine kleine Garage wieder für Ringo. Die da oben auch so im Berg, Leute, die haben sich angepasst an dem, was wir gebaut haben. Und Schuhschrank und Amara haben da ja so ein Türmchen. Der passt da auch gut hin, Leute. Unser Haus wurde erweitert. Finde ich cool. Finde ich echt mega, mega cool. Gefällt mir. Leute, und jetzt gleich müssen wir mal uns die ganzen Totems und sowas besorgen. Denn, wie ich ja versprochen habe, gibt es bei 35 Likes ein Ultra-Unboxing. Und Leute, das wollen wir natürlich jetzt auch wirklich durchziehen, nicht wahr? So, kurz wollte ich mal gucken. Gibt es hier irgendwas, wo wir das aufhängen können? Ach Leute, ich stelle das mal gerade hier hin. Ich muss das ja sowieso alles noch ein bisschen zur Seite und so packen. Haben wir noch Samen, wollte ich mal wissen. Ah ja, dann holen wir uns schon mal noch ein paar andere Totems. Und dann, Leute, stelle ich die gleich mal auf. Und nach einem kleinen Cut, wo ich die dann alle aufgestellt habe, sehen wir uns wieder. So, erstmal bei dir.
spielen wir einfach mal Purple Punisher Totems, Leute. Das können wir mal zurücktun. Und Leute, ich stelle jetzt gerade alle auf und wir sehen uns dann nach einem kleinen Cut. Ich denke, ich verteile die mal rund um unser Haus und sowas. Dann müssen wir quasi durch alle Räume nochmal. Also Leute, bis gleich. Okay, Leute. Ich habe jetzt gerade 3 Stacks Totem erstmal hier hingestellt. Das ist schon zu viel, Leute. Wir machen ein Riesen-Unboxing jetzt. Let's go. Ja. Wir haben Mecha Blaster, okay. Ja, noch ein. Oh Gott, Leute, wie viel Zeug bekommen wir? Mal schauen, komm. Vielleicht bekommen wir noch was. Holy, wir haben noch ein. Leute, Leute, das ist... Es läuft, es läuft. Noch ein. Holy. Noch ein. Boah. Okay, okay. Mega Glück. Perfekt. Gott, unser Inventar ist voll. Egal. Leute, komm schon. Wir haben hier noch eine riesige Schlange. Jo, noch ein. Oh mein Gott, Leute, ich muss mal ein paar Sachen wegstellen. Wir brauchen eigentlich eine Totemtruhe. Okay, Leute, wir packen hier mal alles rein, was wir bekommen haben. Oh Mann, Leute, wir haben so viel bekommen bisher schon. Mal kurz wieder alles aufsammeln. Okay, wir müssen echt alles aufsammeln, was wir bisher bekommen haben. So. Leute, dann können wir das wieder reintun. Hier tun wir wirklich alles rein, was wir heute bekommen. Oh Mann, Leute, übrigens lasst ein Like für diese dicke, fette Folge mit Unboxing da, ey. Holy moly. Leute, es ist noch nicht vorbei, ne? Jetzt kommen noch mal so viele und wir haben noch mehr im Inventar. Okay, bisher wieder nichts. Ganz viele Token. Yo, wir haben hier einen Stab irgendwie bekommen. Boah, und diese Geräusche von denen gehen einem ja so auf die Nerven. Ja, noch ein Stab. Holy Leute! Wir haben bisher relativ viel Glück, würde ich sagen. Ich sag euch, nie im Leben reicht hier diese eine Kiste, die wir haben. Ich tue übrigens mal all meine anderen Items weg. So, die wir jetzt nicht brauchen. Noch haben wir eine ganze Reihe zu öffnen. Leute, wir haben ja auch so viele von den einzelnen. Ich hoffe, keine sind die spawnen. Jo, noch ein Stab. Noch ein. Noch ein. Leute, mir tut schon fast leid, dass wir jetzt alle öffnen, weil dann haben wir für die nächsten Folgen nicht unbedingt viel. Gut, wir heben uns aber einfach die Seeds für die nächsten Folgen auf. Weil dann können wir uns immer neue kaufen. Ja, noch ein. Oh, ein paar sind die spawnen. Schade. Okay, Leute, die ganzen Seeds, die wir jetzt bekommen, die heben wir uns auf. Um davon demnächst immer neue Totems zu holen, Leute. Ich glaube, das ist sinnvoller, weil wenn wir jetzt so, so viele öffnen, haben wir irgendwann gar nichts mehr, um in anderen Folgen Unboxings zu machen. Und das wäre ja auch ziemlich blöde. Okay, wir haben hier noch so viele. Okay, Leute. Das wird so eine XXL-Folge damit. Guckt euch das mal an. Wir haben eine ganze Armee von diesen Totems. Jetzt wünschte ich, ich hätte so irgendwas, womit ich die alle ganz, ganz schnell killen könnte. Oh mein, Leute, ihr habt noch nie so ein großes Totem-Unboxing gesehen. Das sind jetzt alles die gleichen, ne? Ja, Waffe. Holy, Leute, habt ihr schon mal so eine Menge Totems gesehen? Oh, boah. Krass. Oha.
Ich bin gespannt, wie viele Waffen wir insgesamt rausgeholt haben werden nach dieser Folge. Holy. Und? Ah, schade. Unser Inventar ist schon wieder voll. Meine Güte. So viel Zeug haben wir jetzt wieder. Oh, diese Waffe sieht mega cool aus. Wir brauchen demnächst mal echt Muni dafür. Oh Mann, Leute, hier liegen noch so viele Cases und so rum. Ich glaube aber, diese normalen Cases werfen wir weg, weil, Leute, ganz im Ernst, es kann nichts Besseres als das, was wir bisher haben, rauskommen. Deswegen hier und das hier, das brauchen wir ja auch nicht. Die ganzen Cases, da ist gar nicht so guter Loot drin halt. Am Anfang, wenn man am Anfang so viele bekommt, ultra gut. Aber nach einer Zeit so, wenn man jetzt auf dem Stand von uns ist, dann ist das einfach nur noch schlecht. Der Loot da drin. Die öffnen wir jetzt nicht. Außerdem diese Lesser Essenz, die brauchen wir auch für gar nichts. Wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwas Cooles, was man damit machen kann. Und ich werfe es einfach weg. Aber nun gut, wir haben davon auch noch mehrere Stacks übrig. Also. Hä? Sense of Greed, what the f... Gut, eventuell braucht man die doch für irgendwas und wir haben gerade aus einem Stack irgendwie ganz anderes gemacht, aber gut, Leute, ich werfe sie jetzt einfach weg. Okay, Leute. Ah, ich habe hier noch ein paar Seeds. So, und dann haben wir jetzt ein Noxious Great Blade. Das haben wir auch schon mal. Wir müssen hier gleich mal... riesiges Heer von denen aufbauen, Leute, fürs Thumbnail. Aber nicht mit denen, Leute. Das mache ich gleich, so ein riesiges Heer aufbauen. Hallo, ich brauche noch Platz für ein paar. Okay, und jetzt. Nichts? Ah, da ist sie. Leute, die Waffe haben wir ja schon mal. Komm schon. Leute, oh mein Gott, dieses riesen Unboxing. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte eine Waffe noch. Nein. Als ob wir nur eine davon rausbekommen haben. Nein. Schade. Was ist gerade passiert? Was hat er da gerade geöffnet, frage ich mich. Oh, und so viele Cases. Tut schon fast weh, die wegzuwerfen. Aber wenn da eh nur Schrott rauskommt, Leute. Was soll man dann damit? Und wir haben richtig viele Tokens. Okay, Leute. Jetzt baue ich hier so ein Heer auf. Okay, das wird mächtig, Leute. Holy crap. Holy, holy moly crap. Das ist eine ganze Totem-Armee, ey. Hier können auch noch ein paar hin. Was soll der Geiz, Leute? Oh mein Gott. Leute, das sind noch nicht mal alle, die wir haben. Ey, dieser eine Raub hat sich ja sowas von gelohnt, glaube ich. Oh. Ich habe so ein bisschen Angst, da gleich in diese Menge zu gucken, wenn ich ehrlich bin. Wie so ein Feld. Okay, Leute.
Zieht euch das rein. Das ist eine Menge Totems. Ich hätte gern irgendwas, um die ganz schnell zu besiegen, aber YOLO, einfach rein, einfach rein. Gefühlt bewegen die sich manchmal auch einfach weg von ihrem Platz. Einfach mal wild drauf losschlagen. Noch keine Waffe, Leute, wie kann das sein? Hallo? Ja, endlich. Hä, was ist das? Soul Bones? Ich weiß zwar nicht, was man da mal machen kann, aber davon haben wir anscheinend schon einige, ist aber keine Waffe. Keine Ahnung. Oh, Waffe. Ja, sehr, sehr schön, ja. Ich will mehr Waffen, bitte. Bin ich totemsichtig? Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, Waffe. Komm, bitte, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine, bitte. Komm, bitte. Ja, noch eine. Ja, noch eine. Oh Gott, Leute. Seht. Hier liegt so viel Zeug rum. Oh mein Gott, Leute! Kein Spaß! Oha! Wie viel hier rumliegt! Holy! Ey, Leute, unsere Schalker-Box ist doch sicher gleich auch wieder voll. Wir haben so viel Stuff bekommen. Unnormal, Leute. Richtig. Und wir haben noch... Oh, wir haben nur noch ein Stack Totems. Leute, wir sind ja gleich schon am Ende. Was? Irgendwie hatte ich gehofft, dass wir doch noch ein paar mehr haben. Aber gut, Leute. Wir haben noch 64. Die gönnen wir uns, Leute. Und in den nächsten Folgen holen wir uns immer mal wieder von den Seeds, den wir jetzt echt genügend. Also von der Menge her haben wir davon ja genügend, Leute. Von denen holen wir uns dann weitere Totems. Damit wir jetzt auch in den nächsten Folgen immer noch ein bisschen was haben, Leute. Okay, mal gucken. Ja, wir haben schon 8x2. Okay, ja. Ja, 3. Leute, komm. Oh. Mysterio-Tokens oder so. Okay. Komm, noch eine Waffe, bitte. Eine noch. Eine. Och, Mann. Egal, Leute, jetzt bin ich gespannt auf unsere Ausbeute. Oh nein, ich wollte das doch gar nicht. Okay, ich bin gespannt, Leute. Wir nehmen jetzt alle Waffen raus, die wir bekommen haben. Oh, schade, dass das kein Multiplayer-Projekt ist, sonst würde ich die alle versuchen zu verkaufen. Wir haben noch 30 Totems. Ja, 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 ja. Okay, Leute, ich hätte die fast übersehen. Komm, eine Waffe. Nein, zwei. Zwei Waffen, bitte. Bitte, zwei Waffen, bitte. Jetzt gib mir verdammte zwei Waffen, bitte. Ja, eins, eins, eins. Zwei. Oh. Ja, wir haben sogar noch zwei Waffen bekommen. Nice. Okay, Leute, erstmal das wieder wegwerfen hier. Okay, da liegt noch ein Case. Und Leute, dann haben wir jetzt, glaube ich, wirklich alle. Nein, ich will den nicht aufziehen. Leute, kurz das nochmal zurücktun. Oh.
verdammt, wir haben noch Soul-Totem-Dinger. Oh Gott, Leute. Ich habe aus Versehen hier ein paar reingetan. Noch ist die Folge nicht zu Ende. Noch haben wir 50. Noch haben wir 50. Quatzi steht da unten so und denkt sich so, what the fuck? What is going on with this crazy gewonnen planet? I know my English is very well, but okay. Kommt schon, eine Waffe, zwei, fünf. Wenn wir fünf Waffen hier rausbekommen würden, ne? Okay, ne, kriegen wir nicht. Aber diese Soulbones scheinen was Besonderes zu sein. Ja, die Soulbones sind sowas wie die Waffen hier aus diesen Totems. Yo! Drei Soulbones nochmal. Okay. Nice. Leute, wir zählen die dann mal als so eine Art Waffe mit dazu. Okay? Machen wir, ne? Okay. Wir haben, Leute. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ne, 3, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Wir haben 32 Waffen bekommen, Leute. 32 Waffen. Beziehungsweise 32 gute Dinge. Richtig, richtig gut. Dann haben wir richtig viele Tokens nochmal bekommen. Megamäßig gut. Die können wir hier einsortieren. Wir haben sogar ein paar neue dazu, was ultra cool ist. Ich weiß doch noch nicht, wofür wir die brauchen. Wir haben ganz, ganz viele Lotto-Banner. Und wir haben richtig viel Weizen. Wir können uns so unnormal viele Totems nochmal holen. Oh Mann, Leute. Das bedeutet noch das ein oder andere schöne Unboxing, würde ich mal so sagen. Oh Leute, ich habe sogar noch eine Waffe im Inventar. Das bedeutet noch ein paar schöne Unboxings. Oh Mann, Leute, Leute, Leute. Wenn euch dieses XXXXXXXXXXXXL Unboxing der Totems gefallen hat, Leute, dann lasst auf jeden Fall einen planetarischen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt natürlich auch auf jeden Fall den Abo-Button. Das würde mich mega freuen. Und Leute, jetzt wünsche ich euch noch einen planetarischen Tag. Haut rein! Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!